Ersten Cup-Gewinn in der Turniergeschichte, ganze viermal. Da waren sie in den bisherigen 19 Ausgaben. Sensationelle siebenmal standen die Berliner im Endspiel. So, Gladbach bemängelt das Spielgerät. Der Ball ist so platt. Aber auch das werden wir noch gelöst bekommen. Er wird am liebsten direkt anfangen. So, das Spielgerät ist von allen Beteiligten abgenommen und wir können loslegen. Schiedsrichter, sein zweiter Einsatz heute. Eike Schäffer vom TuS Boraden. Und ab geht die wilde Fahrt. Erster Auftritt für die Gladbacher hier von links nach rechts gegen Hertha. Beide recht dunkel gekleidet. Also das wäre bei dem alten Livestream überhaupt nicht zu erkennen gewesen. Dank dem Team um Kamera OWL haben wir das jetzt hoffentlich auch für euch zu Hause deutlich schöner und besser eingefangen, dass wir auch diese beiden Teams hier wunderbar einfangen können. Den kriegt er nicht ganz rübergelegt. Wenn er den sauberer auf die linke Seite bekommt, dann wäre es wirklich eine hundertprozentige Torchance gewesen. Jetzt nochmal die schöne Körpertäuschung, aber wunderbar gehalten durch Max Schreiber. Tor der Gladbacher. Hier sehen wir nochmal den Abschluss. Erste Schussfinte und dann kriegt Schreiber noch den Fuß ran und auch da ist er wieder zur Stelle. Jetzt der Ballverlust im Gladbacher Aufbauspiel. Das ist immer die große Möglichkeit für Tore, aber der Ball geht links am Tor vorbei. Also Hertha kommt hier besser aus den Startlöchern in den ersten zwei Minuten dieser Partie. Machen enorm viel Druck. Hertha, eines der Vereine, die hier in Führung gegangen sind, um das erstmal zu beschreiben. Guter Abschluss. Anton Kade. Da sehen wir es nochmal, ganz viel Platz gehabt. Wieder ein Fehler ausgenutzt, der Gladbacher. Fast wieder schief gegangen, hat Kade wieder seinen Fuß dran gehabt. Also die Berliner mit einer der höchsten Durchlässigkeiten von der Jugendabteilung in den Profibereich. Dieser Hall of Fame, auch zu finden auf rivalcup.de. Von den Spielern, die jetzt Profi sind und schon mal hier gespielt haben, dürfte der BSC die meisten Nennungen haben. Gerade in der jüngsten Vergangenheit. Palko Dardai zum Beispiel 2015 hier gewesen. Maurice Kovic 2014. Julius Kade 2015. Alles Namen, die man jetzt in der Bundesliga, auch bei Hertha, immer wieder hört, die enorm viel auf Eigengewächse setzen. Michael Preetz und Paul Dardai da tolles Konzept erarbeitet. Möchte eine hohe Identifikation schaffen in der Stadt. Aber auch so ein paar alte Legenden. Kevin Prinz Boateng war hier 2002. Patrick Ebert hat hier gespielt, Max Mittelstädt, Manuel Schmiedebach war hier. Also auch in der Vergangenheit einige hier. Nennen wir noch Nico Schulz, 2009 hier gewesen, der gestern Abend ja den Anschlusstreffer der Hoffenheimer gegen Bayern München erzielte. Also auch Nico Schulz hier in Lübeck gewesen für die Herthaner.
Hat er immer wieder mit dem hohen Druck. Da war ein bisschen Glück mit bei, aber alles entspannt. Geklärt. Da können wir jemandem noch nachträglich zum Geburtstag gratulieren. Das war Oliver Reis, der Mann links im Bild. Der ist am Mittwoch 36 Jahre jung geworden, der Trainer, der Herr Tana. Also auch er feiert hier nachträglich noch eine kleine Party mit ordentlich Zuschauern und dem besten Hallenfußball. Er auch letztes Jahr schon für die Berliner U16 hier gewesen, ist also sein zweiter Freeway Cup als Trainer. Ist die Möglichkeit für die Berliner, aber da bekommen Max Schreiber die Beine zu. Bisher der auffälligste Dappacher, der Keeper. Torwechsel bei Berlin. Torgefährlichste Spieler in der Saison der Berliner übrigens im Kader, das ist Anton Siren. Das ist der Spieler mit Nummer 24 bei den Berlinern. Jetzt klingt torgefährlichster Spieler im Kader erstmal super. Zumindest laut Fußball.de. 3 hat er gemacht. Da war nochmal Oliver Reis. Wie gesagt, Mittwoch Geburtstag gehabt. Berliner ihre Torschützen also sehr, sehr weit verteilt. 33 Saisontore haben sie gemacht, sind Vierter in der Regionalliga. Tabellenführer ist da Carl Zeiss Jena, die haben schon 8 Punkte Vorsprung auf die Berliner. Dazu muss man allerdings immer sagen, Jena Tabellenführer, der Hallesche FC Tabellenzweiter, sind beides mit ihren U17-Mannschaften vertreten. Also hier die U16 misst sich mit den Älteren. Und gerade in diesem Bereich, 16, 17, sind die Sprünge, das sehen wir auch hier auf der Platte, unglaublich groß. Körperlichen Entwicklungsstände sehr, sehr verschieden. Beide Mannschaften haben noch so ein bisschen Ruhepuls. Ist jetzt nicht so, dass sie hier vor Dynamik explodieren. Hertha, wie gesagt, macht den etwas stärkeren Eindruck in dieser Partie. Gladbach hat man noch nicht so richtig den Zugriff. Und da war selbst Reis machtlos. Torschütze wieder Anton Kade. Doppelpack. Reis ist ein Stück weit allein gelassen von den Kollegen. Verdient auf jeden Fall. Wie gesagt. Da, Verkehrspolizist Schäfer regelt nochmal die Abstände. Und dann heißt es wieder freie Fahrt. So, gute Gelegenheit jetzt für die Berliner. Da wird Dennis Hennele antreten, aber kommt da nicht den richtigen Dampf. So, Möglichkeit jetzt für die Gladbacher mal. Wunderbar runtergepflückt. Von Jasper Köhn im Tor der Berliner.
Substitution gewesen. So, jetzt mal Überzahl. Das muss ein Tor werden. Das muss ein Tor werden und das wird ein Tor. Und jetzt will er die Kugel natürlich wieder haben. Das dürfte Cameron Arnold gewesen sein. Top-Torjäger bei den Gladbachern mit 9 Saisontreffern in der Niederrhein-Liga. Die Gladbacher da Tabellenzweiter. Sie müssen jetzt attackieren, sie müssen jetzt Druck machen. Also auch hier nochmal Spannung kurz vor dem Ende. Auch das ist ja das Schöne in der Halle, hier kann sich immer alles drehen. Also auf Gladbachs Nummer 9 sollten wir so ein bisschen Auge haben. Ganz auffälliger Spieler draußen. Oh, gucken, ob er das auch in der Halle hier bestätigen kann. Da haben wir wieder sich wunderbar gedreht. Das ist ein Mittelstürmer, das sieht man und dann der Schussversuch. Ah, knapp rüber. Hier sehen wir es jetzt nochmal. Oh, das ist dem mal knapp. Das wird hier über dem Bildschirm echt knapp. War doch ein Field Goal. Minute noch. Kann Gladbach noch mal loslegen. Die hört er jetzt noch. So, langer Ball noch mal. Gibt's noch mal die Möglichkeit hier. Aufgepasst hier von Jasper Köhn im Tor der Berliner. Gibt es noch den einen Abschluss? Gibt es noch die eine Chance? Ball geklärt, Uhr ist angehalten. Wie gesagt, letzte Minute, immer nette Spielzeit. 4 Sekunden auf der Uhr. Sie müssten jetzt zum Abschluss kommen. Das war's. Hertha BSC Berlin gewinnt mit 2:1 gegen Borussia Mönchengladbach. Wir sind gleich wieder da mit Dortmund gegen Leipzig. Ich habe seit neuestem